Hidden Secrets, verborgene Schätze im Gentilhaus in Aschaffenburg. Am Ende der Grünewaldstraße liegt dieses ungewöhnlich schöne und auch geheimnisvolle Haus, an dem ich auch schon mit großen Augen dran vorbeispaziert bin, ohne zu wissen, was sich darin verbirgt. Nathalie Unger hat uns eingeladen, heute uns diesen besonderen Ort zu zeigen. Dankeschön für die Einladung. Herzlich willkommen. Ich selbst bin, wie gesagt, noch nie in dem Haus drin gewesen, bin sehr begeistert. Liegt ein bisschen dran, dass es kein klassisches öffentliches Museum ist, das ich mal spontan besuchen kann. Das Haus kann man nur mit einer Führung besichtigen und auch nur in einer begrenzten Teilnehmeranzahl. Also maximal 10 Personen können wir hier durch dieses Haus führen und auch nur in den Monaten von April bis Oktober. Wir haben ja keine verbaute Zentralheizung, das heißt im Winter wird es hier natürlich sehr kalt und bei einer Führung muss man natürlich sehr vielen Geschichten lauschen und das können wir natürlich den Besuchern im Winter nicht antun. Und außerdem ist es auch begründet durch die Bauweise dieses Hauses. Also es gibt sehr viele kleine Räume, es ist alles sehr verwinkelt. Es gibt sehr enge Treppenaufgänge, wo man kaum aneinander vorbeikommt und man muss eigentlich bei jedem Drehen und Wenden aufpassen, dass man nicht aus Versehen irgendetwas berührt oder gar kaputt macht. Wenn ich mir jetzt nicht nur die Architektur von außen anschaue, jetzt auch die Details von innen, die vielen Kunstwerke und so weiter, das ist heute unbezahlbar, muss ja früher, damals als es gebaut worden ist, immens kostspielig gewesen sein. Wer war denn dieser Gentil? Anton Gentil wurde 1867 in Aschaffenburg geboren und war ein bekannter Fabrikant, eigentlich gelernter Schlosser und Dreher und wurde dann vermögend durch die Herstellung von Pumpen. Und in Aschaffenburg hat er dadurch auch den Spitznamen Pumpen-Anton bekommen und ist darunter auch immer noch heute bekannt. Er hat hier in Aschaffenburg 3 Häuser gebaut. Wir stehen hier im zweiten Haus, das 1922 errichtet wurde. Das erste Haus, das er 1909 sich erdacht hat und auch gebaut hat, das steht direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite, also in direkter Nähe. Und das dritte Haus ist die Gentilburg, die um 1933 fertiggestellt war, die ein bisschen weiter außerhalb liegt. Und Anton Gentil hat auch schon sehr früh angefangen, Kunst zu sammeln. Sein Großvater hat ihn da sehr stark herangeführt an die Kunst. Und er hat durch seine verschiedenen Dienstreisen in größere Zentren dann auch Kontakte in die Kunstszene knüpfen können, vor allen Dingen auch nach München, wo er dann auch zum Beispiel von der Kunstakademie von Schülern Kunst gekauft hat für seine Sammlung, aber eben auch den großen Malerfürsten Franz von Stuck kennengelernt hat. Ihm hat er auch Gemälde abgekauft, aber selbst sogar Gemälde bei ihm in Auftrag gegeben. Anfang der 1920er war Anton Gentil so rund 50 Jahre alt. Hat er sich mit dem Bau dieses Hauses sein Traumhaus verwirklicht, kann man das so sagen? Also ich denke schon, dass es für ihn eine Art Traumhaus auch war. Natürlich nicht im Sinne, wie wir heute ein Traumhaus verstehen, sondern er hat dieses Haus gebaut für seine Kunstsammlung. Also er wollte hier schon seine Kunstsammlung auch mit ausstellen und auch die ganze Inneneinrichtung sollte eine würdige Atmosphäre für seine Kunst bilden. Er hat hier drin aber auch gewohnt, deswegen ist es einfach so eine Mischung aus Ausstellungshaus, Museum und eben auch Wohnhaus. Die ganze Architektur ist sowohl von außen als auch von innen sehr verspielt und malerisch und er hat sich da ganz stark am englischen Landhausstil orientiert. Aber man kann auch so ein bisschen Einflüsse von mittelalterlichen Burgenarchitektur oder auch mittelalterlicher Städtearchitektur hier erkennen, weil eben alles sehr verwinkelt ist, auch außen das Haus. Keine Bauseite sieht wirklich gleich aus. An der Nordostseite haben wir zum Beispiel einen schönen Turm, der in die Höhe ragt. Der Giebel hat eine sehr starke Neigung mit 60 Grad. Und das Dach ist auch sehr durchbrochen von kleineren Fenstern, die keine Symmetrie nach außen hin wirklich erkenntlich machen. Aber das macht eben auch das Charme dieses Hauses hier auch aus. Und guckt man in die 1920er Jahre, baugeschichtlich, dann hat er hier etwas geschaffen, was sehr konträr zum damals aufkommenden, modernen, sehr sachlichen Baustil des Bauhauses war. Sehr außergewöhnlich. 4 verschiedene Ebenen, sehr verschachtelt, wie Sie schon gesagt haben. Es ist schwierig, da was Einzelnes rauszupicken. Gibt es für Sie einen besonderen Moment? Was einem natürlich direkt ins Auge fällt, sind die verschiedenen Lampen, die an der Decke angebracht sind oder auch an Wänden. Die hat Anton Gentil zum Teil eben selbst entworfen und auch in seiner Fabrik bauen lassen. Wir haben hier sehr schöne Stücke, die aus durchbrochenen Metallplatten und Metallringen gefertigt sind. Und die dann auch sehr schöne Schattenspiele an die Wand werfen und fast schon orientalisch ein bisschen wirken und eine sehr schöne Raumwirkung hier eben auch erzeugen. Ganz besonders, was mir als erstes auch ins Auge gefallen ist, als ich zum ersten Mal hier in diesem Haus auch war, sind die Kastensessel. Also einfach auch Sitzgelegenheiten, die natürlich hier auch wichtig sind. Man möchte die Kunst natürlich auch genießen und diese Kastensessel sind auch sehr besonders ausgestattet und die Stoffe sind auch eben sehr kostbar mit Stickereien verziert, fast schon folkloristische Muster und die Sessel gibt es hier auch in ganz verschiedenen Farbvarianten im ganzen Haus verteilt. Was muss ich denn tun, um hier mal an der Führung teilnehmen zu können?
Also man muss bei uns einfach anfragen. Es gibt zum Beispiel auch offene Führungen, die wir in regelmäßigen Abständen anbieten, die aber eben auch auf diese 10 Personen begrenzt ist. Oder man kann natürlich selber, wenn man eine Gruppe von 10 Personen ist oder auch weniger, wenn man ein bisschen eine lauschigere Atmosphäre haben möchte, das direkt bei uns buchen und dann eben direkt hier zu uns kommen und mit einem Führungspersonal hier durchs Haus gehen, die dann die jeweiligen Geschichten über Anton Gentil wunderschön erzählen können. Hidden Secrets, das Gentilhaus in Aschaffenburg, ein Paradebeispiel für verborgene Schätze. Vielen Dank, dass Sie hier sein durften. Ja, sehr gerne.